Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Onimusha 3 Demon Siege. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich stehe hier und lass mich gerade noch ein bisschen heilen, währenddessen ich hier die Folge ankündige, beziehungsweise endlich mal anfangen sollte zu spielen. Ich muss mal gerade eben die Weste aber tauschen. Die rote ist da eindeutig besser als die weiße, weil die gibt uns viel mehr Punkte. So, wir haben ja in der letzten Folge das rote Medaillon hier eingeführt und schauen jetzt mal, wo uns der Weg hier hinführt. Oh nein, aber warum? Aber ich hab doch gerade erst. Wieso? Okay, wir müssen da irgendwie durch. Also das Sinnvollste, was ich hier gerade sehe, ist ja wohl mal, wenn ich das hier tue. Dann könnte ich den dahin schieben, dann wird der hochgehen. Nee, oder? Oder vielleicht, na? Warte mal. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Warte, warte, warte. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Nicht abschalten. Moment. Gib mir noch eine Stunde. warte mal, warte mal. Das kann nicht so schwer sein. Wenn ich den jetzt rüberschiebe, das macht auch keinen Sinn. Wir können es aber mal probieren. Was ist denn, wenn ich jetzt... Nee, das geht ja auch nicht. So, so, so. Doch! What? Okay, Zufall, aber ich hab's geschafft. Kraftjuwel bekommen, mega nice. So, jetzt kommen wir hier aber gar nicht rüber. Das heißt, die Geschichte mit Samanusuke nimmt hier sofort ein Ende. Wir wechseln wieder zu Jacques rüber. Und ich bin gespannt, ob die Tür dann auch aufgeht oder ich das Medaillon extra wieder umherwarpen muss, quasi. So, doch bevor ich das jetzt alles tue, nehme ich mir mal das Kraftjuwel zur Hand. So, und switche dann mal eben rüber zu Jacques. So, ja, 1582, hier kommen wir immer noch nicht durch. Und da läuft das Wasser. Okay, das heißt, wir müssen das Medaillon ja doch mitnehmen. Oh, das ist ein bisschen nervig. Warum haben sie das denn nicht gleich so gemacht, dass... Ah, egal. Ach, wir warpen wieder. Jetzt muss ich extra das Juwel rausnehmen, um es... Ah, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das finde ich jetzt ein bisschen Quatsch. Wenn noch andere Sachen auch passieren, wenn ich sie in der Welt mache, warum dann nicht auch das mit den Medaillons? So, das brauche ich hier in der Zeit ja quasi überhaupt nicht. Da habe ich jetzt nur eine Kiste mitbekommen. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. So, rote Scheibe rüber mit dir und dann warpen wir wieder. Ich habe ja nichts anderes zu tun, außer hier zu warten. Ladezeit, Sequenzen, ja, komm jetzt. Ach. So. Zack, rein mit dem Ding. Nein, nein, falscher Knopf. Rote Scheibe. Zack. Und da macht die Säule wieder Pipi in den Mund vom Drachen. Und es eröffnet sich eine Treppe. Wer hätte das gedacht? So, Gegenstände. Wir nehmen mal eben den Oni-Juwel und den Kraftjuwel zu uns. Warum auch nicht? Und dann spule ich mal eben das Video ein bisschen vor, denn wir haben kaum Energie und ich muss mal wieder ein bisschen den Controller reiben. Ich weiß, das sieht immer komisch aus. Ihr denkt, was macht der da unterm Tisch? Aber im Endeffekt drehe ich hier nur den Controller und es sieht aus, als würde ich mich irgendwie selber befriedigen. Aber okay. Jetzt hört auf zu gucken. Mann. Ich wollte das Video eigentlich vorspielen, aber die kurze Zeit lohnt sich jetzt auch nicht. Oh. So, okay, Orgasmus. Gegenstände. Rote Weste, die brauche ich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir hinkommen. Jetzt können wir über die Schlucht springen, ne? Wir haben ja die Peitsche. Hui! That's scary.
What's it saying? I think it's telling us to leave. So, it's the guard dog. Hab ich nicht vor 2 Folgen gesagt, Chimera, es sieht aus wie... What? Es sieht aus wie eine fucking Chimera. Au! Du Arsch! Yo! Ich weiß gar nicht, was ich hier drücken soll, damit das weggeht. Ich weiß auch nicht ganz, ob das die passende Waffe dafür ist. Aber mir fällt gerade ein, wir können ja mal den hier machen. Haben wir auch noch nicht gemacht mit Jack. So, ich hau dir jetzt voll auf die Fresse. Jetzt stirb doch mal endlich. Alter, was hält der denn aus? Ja, geil, danke. Oh, lol. Kräuter, Kräuter. Und ich nehme eine andere Waffe. Ich nehme mal Hyosai. Oh, hör doch mal auf damit, ey. Ist nicht gesund. Kann das Vieh auch bitte mal sterben? Ey, was hält der denn bitte aus? Alter, what? Okay. Ja, ich muss die Medizin nehmen. Ich hab keine Ahnung. Ja, genau. Wie viel hält er noch aus? Oh, ja, genau. Spring da rein. Ah, jetzt haben wir es endlich. Boah, das war jetzt aber eine harte Nuss. Junge, Junge. Not good. Run. Not good. Run! Oh lol, wir müssen uns beeilen, ne? Ey, keine Zeit für eure Sprintskin hier. Ich treffe sowieso nicht auf der dummen Treppe. For me. I wonder where the train's heading. If I had any luck, it would go straight to Aubrey. Jacques. Damn monsters. They'll take everything worth living for.
That's why Seminosuke and you are both fighting them. Yeah, you're right. I'm getting some rest. Why don't you check on Seminosuke? I will. Ruins. How? He took a Genma train that he happened to find. Maybe there is one in this time too. Let's see what we can find. Let's see what we can find. Ja, das Ding ist, mal gucken, ob sich da jetzt was geändert hat hier in dem Raum. Bin mir nicht sicher. Ah, lol, jetzt kann ich hier rüber. I was just going to slowly torture you to death, but I thought of something even more exciting. What? Seminosuke, you'll be transformed into a Genma! What? Along with that tiny sidekick of yours. What is it? I've got to find Seminosuke. No, it's too dangerous outside. Oh, come on! I'll be fine! Wait! Stop, Henri! Henri! Okay, es ist doch eine Kirche. Henri, Henri! Haben wir noch andere Waffen? Warte mal, Sturmgewehr haben wir auch. Dies Design gefällt nur wenigen Soldaten. Halbautomatische Pumpgun sehr schnell. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da besser ist. Aber wir können jetzt schießen und spielen mit der Frau hier. Ah, ihr bekommt jetzt Pumpgun ins Gesicht. Ein bisschen stumpf. Was ist denn mit dem automatischen Gewehr? Warte mal, das probieren wir mal eben aus. Er ist jetzt auch nicht viel besser, aber man gewöhnt sich dran. Es ist auf jeden Fall besser als im zweiten Teil. Mit, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau hieß. Aber da musste man ja auch mit so einer komischen Flinte rumspielen. Das war so grauenhaft. Hier in dem Teil geht's ja einigermaßen. So, dann nehmen wir uns hier eben noch die kritische Abwehr. Hier ist gar nichts. Jetzt könnte ich natürlich auch noch die Kanalisation runter. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Schutzspiegel, wir können nur speichern und abbrechen. Okay. Das heißt, uns aufleveln geht anscheinend nicht. Wir sammeln die Seelen bestimmt wieder für Samanusuke oder für Jack. Nehme ich mal an. Oder wir können uns doch leveln, aber das glaube ich irgendwie nicht.
Ach, und das müssen wir selber aufsammeln? Okay. So, dann gehen wir hier mal runter. Weil, wo soll der Junge sonst hingelaufen sein, außer in diesen gruseligen Keller? Ja, man hat nicht sehr viel, sehr viel Abwechslung, wenn man die ganze Zeit mit der Pumpgun hier drauf schießt. Ja, wo soll ich denn da jetzt hinlaufen? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir mit ihr hier rumlaufen, nur damit wir ein paar Items sammeln können und Punkte. Ja, wie werfe ich denn die Granate? Huh. Ja. Ah, mit... Ah, okay, mit Dreieck. Boah, voll viel Punkte. Stirb! Warum wirfst du denn die Granate da hinten hin? So, die Kiste hatten wir geöffnet. Das war damit das Tor hier aufging. Das heißt, wir können hier lang laufen. Aber die Pumpgun ist schon ganz schön stark. Das muss man einfach sagen. So, noch eine Granate. Hui. Mal gucken, wie die explodiert. Oh, das hat was in sich. Jetzt lass mich los. Ah, wir müssen wahrscheinlich durch das Zeitportal. Ich werfe jetzt Granaten ohne Ende auf euch. Ach, das war's schon. Okay. Paris-Bericht. Seid gegrüßt. Ich habe einen Ort gefunden, an dem die Experimente stattfinden können. Die Menschen nennen ihn Bolognese Zoo. Er wird euch sicher gefallen, da sich dort zahlreiche Bestien befinden, die wir als Testobjekte nutzen können. Wird der Zauber an Menschen angewandt, können sie sofort verbessert werden. Mit meiner größten Bewunderung für eure Führung. Aha. Bologna Zoo. Could he have gone there? Yeah. Akko! It's Semenosuke! He's been captured by the Genma! What? I can't find Henri either! What? They both must be at the Bologna Zoo. Hold on, Henri. We're gonna save you. Be careful, Michelle. We don't know what's in there. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns in Le Zoo. Okay, jetzt sind wir in irgendeinem Zoo.
Und ich hoffe, dass der Part mit ihr nicht zu lange geht, weil ich finde das ein bisschen stumpf, mit der Schrotflinte die ganze Zeit hier irgendwo drauf zu schießen. Was ist das? Ein Gorilla-Affe. Ein Affengorilla-Mensch. Ein Monster-Affe. Und jetzt ist die Fee auf einmal bei uns. Die war doch eben nicht da. Also ich verstehe schon so ein bisschen die Story, aber das kapiere ich gerade alles gar nicht. So. Ja, ist ja okay, aber... Was passiert? Ach, der stirbt sofort, oder? Nee, doch nicht. Nein! Kein Buddy Slam. So, gib mir die Punkte. Ein Schutzspiegel. Wollen wir speichern? Gleich. Hier liegt doch noch was. Ein Zoo-Flugblatt. Hier kann man nicht durch. Und hier geht's schon weiter. Nee, wir wollen jetzt auf jeden Fall noch nicht weitermachen. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann machen wir uns natürlich wieder auf die Suche nach unserem kleinen Henri in Lizzo. Und speichern hier. Ich muss mal gerade eben gucken, wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Hier vorne. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen da oder schreibt in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und Lizzo natürlich auch ein paar neue Besucher bescheren. Ja. Bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also Peace, bis dann und...